Hallöchen und herzlich willkommen. Weiter geht's mit Jurassic World. Ich würde sagen, wir legen gleich mal los und sammeln hier natürlich erstmal unsere Kohle ein. Außerdem will ich euch natürlich ein bisschen was zeigen, was ich hier verändert habe, wenn ihr das nicht schon auf dem ersten Blick selbst gesehen habt. So, aber wie gesagt, erstmal ist die Kohle dran und dann gucken wir uns hier unseren Park an. Checken natürlich unsere Events ab, gucken, was da für Drachen zu holen sind, beziehungsweise was für Pakete. Das gucken wir uns natürlich gleich gemeinsam an. Dann haben wir hier natürlich erstmal was gebaut. Und zwar hier den Jurassic Freifallturm. Optisch richtig geile Teil. Also mir gefällt es richtig cool, der Teil. So, da fällt auch runter auf den freien Fall. Ich weiß nicht, seid ihr schon mal mit so einem freien Fallteil gefahren? Ich auf jeden Fall schon. Und zwar im Spreepark. Klar, den gibt es schon Ewigkeiten nicht mehr. Aber damals war es auf jeden Fall ein Monsterpark. Hat übelst Laune gemacht. Und ich glaube, im Heidepark habe ich das auch schon gemacht. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall riesen Gaudi. Ich weiß nicht, wenn ihr noch nicht gemacht habt, dann kann ich es euch auf jeden Fall empfehlen. So, das haben wir erledigt. Dann würde ich sagen, sammeln wir hier auch gleich mal weiter unsere Kohle ein und gucken natürlich, was wir hier insgesamt so zusammenbekommen. Ihr seht schon, kohletechnisch sieht es auf jeden Fall mega bei uns aus. 99.887.000. Von daher kommen wir da auf jeden Fall gut voran an unser Lager, beziehungsweise das war Lager knüppeldicke füllen. Von daher passt es, von daher läuft es. So, dann werden wir erstmal hier unsere gratis Wundertüte checken, sammeln hier alles ein, was wir kriegen können. Danach würde ich sagen, checken wir natürlich erstmal unsere Events. Unter der Oberfläche 3 Tage, 18 Stunden, jedes Event. Da seht ihr den Dunkleos Toys, können wir bekommen. Den haben wir schon am Start, von daher läuft es, von daher passt es. Alter, was sind das für Gegner? Nehmen wir auf jeden Fall den Indominus Rex mit. Und dann bräuchten wir natürlich 2 Flugsaurier. Das wäre auf jeden Fall monstermäßig wichtig. So, probieren wir mit den dreien erstmal aus. Ich denke schon, dass wir hier eigentlich relativ gute Chancen haben. Von daher gehen wir einfach mal in den Kampf und gucken, ob wir den Gegner bezwingen können oder ob der uns ihn auf die Mütze gibt. Das werden wir natürlich sehen. Werden wir beobachten. Den ersten Schlag nehme ich mit in die nächste Runde. Warte erstmal ab, was der Gegner macht. Der wechselt erstmal seinen Dino. Das war natürlich das Sinnvollste, was er hätte tun können. Da haben wir den Diplotator. Natürlich ein Megavieh. Von daher müssen wir dann natürlich aufpassen, was der Gegner mit uns macht. So, den ersten Schlag, den ersten nehmen wir natürlich nicht mit in der nächste Runde. Da haben wir ja unseren Dino gewechselt. Die Bienen nehmen wir mit in die nächste Runde und warten ab, was der Gegner macht. 3 Schläge hat er am Start. Gucken, ob er rufgeht oder ob er lässt. Das ist natürlich die Frage. Er lässt erstmal. Das ist natürlich mega, weil die Wahl, wir können unseren Dino erstmal wechseln und nehmen 4 Schläge mit in die nächste Runde, würde ich sagen. Ein Block da. Gucken, ob er ruf geht. Jetzt hat er natürlich 4 Schläge am Start. Jeder ruf oder lässt das sein. Jetzt hat er noch 3 Schläge. Oh, Glück gehabt. 3 Schläge hat er noch insgesamt am Start. Nur mal so zur Info. Das heißt, ich würde sagen, 2 Block da maximal. Mehr denke ich nicht. 3, 4, 5 hauen wir ruf. 2 nehmen wir mit in die nächste Runde. Der blockt nicht einen Schlag. Das heißt für uns natürlich, dass wir durchkommen, dass wir den Gegner erstmal auseinanderruppen. Der Diplotator ist am Arsch. Aber jetzt haben wir natürlich den Stegoceratops vor der Brust. Und 7 Schläge hat er hoch. Von daher kann er uns ja schon einheizen. 3 haut er ruf. Ich denke mal, 4 wird er blocken. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Von daher würde ich einfach mal vorschlagen, wir blocken selbst 2 Schläge und nehmen 4 mit in die nächste Runde. Er blockt 4, so wie ich es mir gedacht habe. Von daher läuft es, von daher passt es. Sieht auf jeden Fall mega aus, weil die Wahl, er muss seinen Dino erstmal wechseln, hat jetzt noch 3 Schläge am Start und geht doch erstmal ja nicht ruf. Von daher passt es, von daher läuft es. So, 3 Schläge, 2 blockt er vielleicht, würde ich sagen, weiß ich nicht. So, wir hauen erstmal 1, 2, 3. 4, 5 hauen wir ruf, 2 nehmen wir mit in die nächste Runde. 2 blockt da, von daher reicht es auf alle Fälle. Den Gegner hauen wir auseinander und jetzt müssen wir natürlich nur noch gucken, was der Gegner macht. Wie viele Schläge hat er? 5 hat er am Start, jeder Ruf oder lässt das sein mit 3 jeder Ruf. Das heißt für uns natürlich, dass er jetzt nur 2 Schläge blocken kann. Aber ich würde sagen, das nützt ihm nicht wirklich was, weil die Wahl, wir haben 6 Schläge, kommen auf jeden Fall mit 4 durch. Ich glaube, 2 würden auf jeden Fall reichen. Aber 4 haben wir, die durchkommen, von daher
holen wir uns hier auf jeden Fall den ersten Sieg und können jetzt natürlich gucken, wartet sich im zweiten Kampf, also was da auf uns wartet, was wir da für Gegner haben, gucken wir uns gleich gemeinsam an. Da bin ich natürlich selbst extrem gespannt, weil die Wallig will natürlich den Dunkleos Toys auf alle Fälle haben. Unter der Oberfläche heißt das Event 3 Tage, 18 Stunden jetzt noch. Hier seht ihr natürlich die Gegner, sind natürlich richtig kranke Viecher. Von daher müssen wir da natürlich noch ein bisschen was tun. Werden wir auch machen, denke ich. Wir werden erstmal warten, bis unsere Dinos wieder zurück sind und dann checken wir auf jeden Fall die Lage und gucken, ob wir da noch ein bisschen was reißen können. So, aber wir haben natürlich noch ein bisschen was am Start. Ich hab's euch versprochen. Und zwar habe ich hier so eine Funkstation gebaut. Nicht nur eine. Hier oben baue ich natürlich auch noch ein paar. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir hier natürlich noch die Ene und hier noch Ene. Also haben wir insgesamt 6 Funkstationen, weil die Wall und so habe. Kauf und platziere eine Himmelsspitze, das werden wir erstmal machen. So, haben wir die Himmelsspitze hier irgendwo zu liegen. Da müssen wir mal gucken, Hotel, 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 Hotel. Himmelsspitze. Da ist sie. Würde ich sagen, platzieren wir die erstmal, knallen die da erstmal hin, müssen jetzt natürlich 10 Stunden warten, bis die gebaut wurde, aber ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg. Die zweite Aufgabe, die war, sammle 40.000 Münzen von einer Funkstation, da sind wir gut dabei, wir bauen ja gerade ein paar Funkstationen, von daher läuft da auf alle Fälle hoch, und sammle 30.000 Münzen von einem Stromaggregat, da sind wir auch gut dabei, da habt ihr selbst gesehen, wie weit sind wir, da haben wir schon 21.000 gesammelt, hier nur knapp 6.000, von daher hier oben müssen wir noch was tun, aus dem Grund habe ich natürlich auch die Funkstation hier hingebaut. Das muss ich ganz ehrlich sagen, die hatte ich auch alle eigentlich hier in meinem Markt schon freigeschalten, beziehungsweise schon bekommen, gewonnen und. Von daher konnte ich die ganz lässig hier hinpacken. So, dann haben wir hier natürlich noch ein paar Dinos, die wir ausbrüten können. Und zwar fangen wir da erstmal an mit unserem sehr seltenen, den Irritator. Den platzieren wir natürlich, klatschen den hier hin und können den auch erstmal füttern. So, dann haben wir den auf Stufe Nummer 10 gefüttert, von daher passt es. Dann würde ich sagen, gehen wir hier nochmal zurück und checken natürlich gleich mal den nächsten. Den haben wir hier am Start. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Der Rajasaurus, den können wir natürlich auch platzieren. Füttern den natürlich auch. Den haben wir dreimal auf Level Nummer 1. Ich fütter die jetzt einfach mal alle drei hoch. Zack, dann haben wir den auch gleich mal auf 10. Könntet erstmal schließen, machen bei dem nächsten auch erstmal weiter, kloppen jetzt natürlich Fisch, Nahrung ohne Ende auf dem Kopf, war schon wieder bei Dragon, sorry, Fisch ist es ja hier nicht, hier sind die Nahrung, aber im Endeffekt ist Fisch auch Nahrung, von daher, drauf geschissen. So, wie gesagt, die haben wir jetzt auf jeden Fall alle drei auf Stufe Nummer 10 entwickelt, von daher können wir hier wieder mal zurückgehen, könnten natürlich erstmal die Evolution abchecken, was läuft da, was geht hier, bittere Aktion, da würde ich sagen, wir haben nochmal ein bisschen Zeit investieren müssen, 60 DNS müssen wir natürlich auch nochmal auf den Kopf kloppen, aber ich denke mal, das ist nicht so das Problem. So, dann nehmen wir erstmal unsere Dinos durch, hier gucke ich erstmal, welche ich noch pimpen kann und welche nicht. Ich fütter natürlich die, die ich füttern kann. Habe ich euch versprochen, habt ihr ja mal gefragt. Von daher werde ich das jetzt auch erstmal tun. Aber ich würde sagen, den Triceratops bräuchte ich keine viermal auf Level Nummer 10 pimpen. Das ist erstmal Quatsch. Von daher lassen wir den erstmal. Können wir später machen. So, den können wir auch nicht pimpen. Den auch nicht. Den könnten wir noch ein bisschen pimpen. Den Gallimimus. Den pimpen wir natürlich auch. Auf Stufe Nummer 30 klatschen wir den hoch. Also heute, wie gesagt, zeige ich euch einfach mal alle Dinos, die ich hier am Start habe. Gehe alle relativ langsam durch und fütter die natürlich bis auf die maximale Stufe. Mehr geht ja dann eh nicht. So, dann schließen wir den hier zurück. Da hatten wir hier den Gallimimus. Den haben wir auch. Dann können wir hier weitermachen. Hier haben wir noch den Guanlong. Den können wir natürlich auch noch pimpen. Ohne Ende. Aber da habe ich jetzt auch keinen Bock. Da haben wir eigentlich schon genug Ehen auf 40. Von daher können wir das auch später machen. Also das dauert einfach mal zu lange. Ich pimpe jetzt nur die, die eventuell sehr selten sind. Extrem selten. Oder legendär. Da würde ich sagen, das wäre auf jeden Fall das Sinnvollste, was wir jetzt machen können. Wir gehen trotzdem alle durch, so dass ihr alle meine Dinos mal sehen könnt und mal gucken könnt, was ich so am Start habe hinter den Kulissen. Das ist natürlich für jeden wichtig, denke ich, weil die Wall, wenn ich nur einen Kampf mache, seht ihr immer nicht auf Anhieb, was hast du hier am Start, was nimmst du für Dinos, welche Dinos hast du noch, die du vielleicht nicht so nutzt, das ist ja mal die Frage. Ich gehe hier einfach mal schnell durch, oh, den können wir eine
pimpen, den Ostafrikasaurus. Den knall ich natürlich hoch bis auf Stufe Nummer 10, bei unseren legendären Fleischfresser. Das haben wir auch erledigt, können wir gleich nochmal zurückgehen. Ostafrikasaurus, dann haben wir hier den Ichthyostega. Den können wir nicht pimpen, den könnten wir, den Stego pimpen wir auf jeden Fall noch. Bis auf Stufe Nummer 10 könnten den dann natürlich auch gleich nochmal entwickeln. Wenn wir wollten, wäre auf jeden Fall ohne sinnvolle Aktion, aber wir lassen das erstmal sein, weil wir müssen jetzt eh noch warten, bis die Evolution im Brutlabor abgeschlossen ist. Von daher können wir dann nur warten, abwarten und Tee trinken. So, zwischen wir hier erstmal wieder los. Die erste Reihe haben wir abgecheckt. Würde ich sagen, machen wir hier gleich mal weiter. Hier haben wir den Caprosuchus, den knallig hoch, bis auf Stufe Nummer 30. Und dann haben wir den natürlich hier unten auch nochmal auf Stufe Nummer 1. Den können wir auch noch ein bisschen pimpen, denke ich. Und dann würde ich sagen, gucken wir gleich mal weiter, was wir da noch so für Dinos am Start haben. Hier ist noch der Monolophosaurus. Den können wir auch nicht pimpen. Entwickeln könnten wir den. So, den können wir auch nicht weiter pimpen durch Futter. Den Allosaurus, den füttern wir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen. Bis auf Stufe Nummer 10, würde ich sagen. Weiter jetzt eh nicht. Und den anderen können wir natürlich dann auch gleich noch ein bisschen pimpen. Auf Stufe Nummer 30, das werden wir natürlich auch machen. Von der Farbe seht ihr natürlich auch, dass die sich dann immer ein bisschen weiterentwickeln. Von Stufe zu Stufe. Von daher, also mal am besten seht ihr halt von Stufe 1 auf 10, von 10 auf 20, von 20 auf 30 und von 30 auf 40. Also das sind immer gut derbe Unterschiede. Von daher kann ich euch nur empfehlen, eure Dinos schnellstmöglich zu pimpen. Klar, ich habe selber nicht gemacht, machtet jetzt auch erst im Nachhinein. Ist natürlich auch mal ein bisschen blöd, aber ist egal. Manchmal hat man noch nicht so wirklich Bock drauf, muss ich ehrlich sagen, weil hier das Klicken, das geht eben manchmal ganz schön auf die Ketten. Von daher habe ich aus dem Grund auch nicht immer gleich alle Dinos gepimpt. Klar, die ich brauche, die habe ich natürlich gleich gepimpt. Die legendären, die Kreuzung und. Das war immer sehr sinnvoll, von daher habe ich das auch gemacht. Dann können wir hier natürlich unseren Ophiakodon bis auf Stufe Nummer 40 pimpen. Das machen wir natürlich gleich. Hier seht ihr natürlich, wie er sich gleich mal optisch verändert. So, jetzt haben wir noch 40 auf der höchsten Stufe. Wenn ihr den seht und den seht, ist es natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Auf jeden Fall ein bisschen farmfroher, das ist wichtig, denke ich. Und macht natürlich dann auch gleich viel mehr Spaß zu zocken. So, den Giganotto können wir auch noch pimpen. Den haben wir auch zweimal auf Stufe Nummer 1. Den knall ich natürlich auch hoch bis auf Stufe Nummer 10. Das machen wir mit dem... Oh, zum Labor wollten wir nicht, konnten wir eh nicht. So, dann habe ich gesagt, pimpen wir den nächsten... Bonita Saura, würde ich sagen, das ist Quatsch. Hike jetzt keinen Bock. Haben wir 8 Mal, da klicke ich ja wie ein Bekloppter. So, bei unserem Pelikan, den könnten wir noch eben mal pimpen hier auf 40. Und dann könnten wir sie ja verbinden, wenn wir wollten. Da können wir auch mal gucken, was da so geht. Außerdem können wir die dann später auch noch ein bisschen pimpen. Ich knall den jetzt gleich nochmal hoch. Bis auf Stufe Nummer 30. So, dann haben wir das. Können hier erstmal wieder zurückgehen. Gucken hier natürlich, den haben wir schon gehabt. Den hatten wir auch. Dann haben wir hier den Irritator, haben wir auch. Hier haben wir noch den Tiangosaurus. Den haben wir 7 Mal, eben auf 40. Die anderen könnten wir natürlich auch noch pimpen. Will ich jetzt aber erstmal nicht machen. Genauso wie bei unserem Argentinosaurus. Den werden wir hier noch pimpen. Das ist nämlich ein sehr seltener. Von daher knallen wir den bis auf Level Nummer 10 hoch. Das ist Fakt. So, dann haben wir das erledigt, können hier erstmal wieder zurückgehen, dann haben wir hier den Uteraptor, den knall ich hoch, den könnten wir auf jeden Fall noch pimpen auf 40, machen wir nicht, das ist Quatsch. So, den Majungasaurus pimpe ich jetzt auch nicht. So, dann habt ihr die erstmal gesehen, weiter geht's dann hier unten. Was haben wir da? Die sind wir erstmal alle durchgegangen, den sind wir auch durchgegangen, den Pyroraptor auch. Von daher würde ich sagen, haben wir da erstmal alle. Machen hier weiter, hier haben wir den Unaisaurus, den können wir nicht pimpen, von daher machen wir hier weiter. Hier haben wir den Euplocephalus. Den haben wir eben auf 30, eben auf 20 und eben mal pimpen wir den jetzt gleich noch bis auf Stufe Nummer 10. So, entwickeln können wir ihn erstmal nicht, von daher muss er erstmal zu Hause bleiben, abwarten und gucken. Den Labyrinthodonatia haben wir auf 40, die anderen brauche ich erstmal nicht pimpen, ist ja natürlich jetzt auch nicht so sinnvoll. Den Diplocaulus haben wir auch auf 40, dann haben wir den Meteorinchus auf 40, den pimpe ich trotzdem nochmal. Bis auf Stufe Nummer 10, weil die Wald ist ein extrem seltener Amphibien-Dino und den brauchen wir natürlich öfter mal im Kampf, von daher pimpen wir den gleich mal auf. Dann haben wir die eigentlich auch abgearbeitet. Haben wir hier noch welche? Nö, hier haben wir eigentlich keine mehr.
Von daher könnten wir uns jetzt nur noch um unsere Flugsaurier kümmern. Das werden wir auch machen. Den Sunga Repteros, den werde ich natürlich auch erstmal pimpen bis auf Stufe Nummer 30. Dann sind wir damit nämlich auch erstmal durch. Können jetzt nochmal zurückgehen und gucken uns natürlich die anderen an. Den haben wir auf 10 hier pimpt. Der ist auch auf 10. Den können wir noch bis auf Level Nummer 10 pimpen. Den Cyangopteros. Den haben wir schon auf 40. Von daher sieht es da natürlich auch megamäßig gut aus. So, dann schließen wir das. Können hier gleich nochmal zurückgehen. Hier seht ihr nochmal den Unterschied, wie der aussieht und wie der aussieht. Also die Farbenfroheit seht ihr natürlich auf Anhieb. So, den haben wir gepimpt. Den können wir nicht pimpen. Den könnte man natürlich noch pimpen. Bis auf Level Nummer 14, den hat sie Gurkterix. Das machen wir natürlich auch gleich. Knall den gleich mal hoch. Bis auf 40. Die anderen lasse ich aber erstmal, weil die Wahl, da denke ich, ist es erstmal noch nicht so sinnvoll. So, den können wir natürlich auch gleich mal verbinden. Machen wir aber nicht, weil das haben wir schon gemacht. Und zwar ist der hier. Ich glaube, das ist der, wenn mich nicht, oder der, ah, ist egal. Einer von den Bienen hat zu Gurkterix, dann würde der sein, genau, der ist es. So, dann machen wir hier weiter, den haben wir auf 20, den auf 10 und auf 30, den auf 40, 31, 11 und, den Tropio Gnatus, den können wir auch weiter pimpen, aber das mache ich jetzt auch erstmal nicht, weil die Walde nimmt einfach zu viel Zeit in Anspruch und ich weiß auch nicht, ob das jeder sehen will, wie ich hier einen gewöhnlichen Dino pimpe, also ich meine, das ist ja dann doch ein bisschen langweilig. So, den pimpe ich aber bis auf 40 hoch, weil die Wahl, den will ich natürlich nochmal auf 40 haben. Hatte den natürlich schon, hab den aber gekreuzt bzw. weiterentwickelt. Von daher haben wir den jetzt aber nochmal auf Stufe Nummer 40. Dann haben wir hier den Tapejara. Haben wir eben auf 30, jetzt pimpe ich den gleich nochmal bis auf Stufe Nummer 10. Und dann würde ich sagen, checken wir natürlich noch unseren letzten Dino, den wir hier haben. Und zwar den Quetzalcoatl. Los. Okay, den haben wir eben auf 30, pimpen den jetzt nochmal auf 10. Hier seht ihr natürlich erstmal den Unterschied. Und jetzt wird er sich natürlich farblich auch gleich noch ein bisschen verändern. Sieht man mit dem bloßen Auge nicht so wirklich, aber ist natürlich jetzt doch ein bisschen anders schon geworden. Oder ist das erst ab Stufe 11? Aber ist egal. Auf jeden Fall verändern sie sich. Seht ihr selbst. Gut, dann haben wir das erledigt. Von daher sieht es da auch megamäßig aus. Und zum Schluss habe ich natürlich noch das geilste überhaupt. Und zwar, ich habe eine neue Kreuzung am Start. Von daher würde ich sagen, checken wir hier die Lage. Und brüten den auch erstmal aus. Hier haben wir nämlich unseren Coolasaurus auf Stufe Nummer 1. Den platzieren wir natürlich. Haben den jetzt hier am Start. Pimpen den hoch bis auf Stufe Nummer 10. Würde ich einfach mal vorschlagen. So, haben wir. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier erstmal zurück. Hier haben wir einen. Wo haben wir einen? Wo war der? Hier war er, der Coolasaurus. Dann würde ich sagen, werden wir hier erstmal nochmal unser Brutlabor checken. 15 Minuten müssten wir warten. Hauen wir einfach ein paar Dino-Dollar auf. Ah, bitter. Sollte wieder mal nicht sein. Von daher müssen wir das gleich nochmal machen. Werden wir auch tun. Und dann schließen wir es hoffentlich ab. Jo, so sieht's aus. Richtig noble Sache. Richtig geiles Ding. So, dann haben wir hier den Zeppoderma. Den werden wir natürlich hier erstmal platzieren. Können den nur noch füttern. Aber ich würde sagen, unsere Meeressaurier gucken wir uns im nächsten Let's Play an. Das ist sinnvoller. Jetzt werden wir den erstmal entwickeln. Hier den Coolasaurus. Pimpen den auf Stufe Nummer 11. Das dauert jetzt eine ganze Weile. 8 Stunden, um genau zu sein. So, zack, dann werden wir das machen. Warten jetzt natürlich unsere 8 Stunden und gucken dann später, was daraus geworden ist. So, was machen wir noch? Ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall gucken, ob wir noch ein paar Dinos ausbrüten können. So, dann nehmen wir auf jeden Fall, das ist natürlich blöd. Ich würde sagen, wir nehmen den Gallimimus, das ist Fakt. Den brüten wir aus und dann würden wir als Zweites auf jeden Fall noch unseren extrem seltenen nehmen, den Stegosaurus, brüten den auch aus für 10 Dino-Dollar und sind dann für heute auch erstmal wieder durch. Ich hoffe, euch hat es gefallen und hoffe einfach mal, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wäre eine mega Sache, ich würde mich freuen und ihr euch hoffentlich auch, wenn das nächste Let's Play kommt. Wäre eine coole Sache, wie ihr sagt. Gut, weiter auf die Ketten, will ich euch ja nicht gehen. Wir sind durch für heute. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.